Lass uns dann Deutschland gegen Türkei machen. Dann gib gleich den kleinen Herrn. Soll ich zu Deutschland gehen? Das ist nur Europa, ne? So, dann machen wir Deutschland gegen Türkei. Hier. Yeah. Dankeschön. Ah. Und du musst auch Özil vorne einsetzen. Das geht nicht. Also wir sehen, das nochmal Blick. Komm, Nuri. Egal, am Ende gewinnt sowieso Deutschland. Jetzt rein. Hanni! Sinan kann eigentlich sehr gut PlayStation spielen, aber natürlich, wie gesagt, er hat die Türkei genommen und ich war Deutschland und am Ende gewinnt halt immer Deutschland. Hat der ein Bild gehabt, ne? Ich habe einfach verloren das Spiel, aber naja, wie dem auch sei. الله أكبر Ja, also mit dem Hunger und Durst, ich habe eigentlich sehr viel Durst, aber mit dem Hunger geht's noch, aber jetzt was zu trinken wäre schon nicht schlecht. Aber wenn Sian das aushalten kann, dann versuche ich auch mein Bestes und werde es auch irgendwie schon schaffen. Echt nicht schlecht, man merkt, dass du öfter spielst. Ja, der müsste Rad putzen. Nur weil du verloren hast, sagst du das jetzt. Let them so, let them so. Ramadan. Ramadan. Welcome home. Assalamu alaikum. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد Jungs, ich freue mich, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Wegen unserem kontinuierlichen, im Grunde genommen auch ständig stattfindenden Sohbets, die in der Stube stattfinden. Und heute haben wir das Thema Korban-Projekt und Pakistan. Alhamdulillah, ich war letztes Jahr in diesem Projekt mit involviert. Ihr wisst, das Korban-Projekt ist ein Projekt, was jetzt über ich sag mal, 25 Jahre, was die Islamische Gemeinschaft Mühlenberg mit Organisationen sozusagen organisiert. Deutschland oder europaweit haben die Aufgabe gehabt, vor Ort diese Überwachung durchzuführen. Das heißt, wir sind an die Stellen, an die Länder herangetreten oder hingeflogen und haben dieses sozusagen live organisiert und natürlich auch überwacht. In diesem Zusammenhang hat die Organisation schon vorher betroffene Menschen, die den Bedarf haben nach Fleisch. Denn wir haben zum Beispiel erlebt in Bereichen, wo die Armut sehr hoch ist, dass diese Menschen
nicht mal einmal im Jahr an Fleisch kommen. Manche kommen vielleicht einmal im Monat. So, und dann haben diese Menschen gewartet. So, und wir kommen jetzt dahin und sagen, liebe Brüder, wir kommen aus Deutschland, aus Frankreich oder aus welchen Ländern wir gekommen sind. Es waren Belgier mit uns zusammen, aus Frankreich war jemand, aus Österreich war in unserer Gruppe jemand. Wir haben die Opfertiere oder die Spenden dieser Muslime an euch gebracht und wir erwarten von euch nichts. Aber wichtig ist, dass diese Menschen sagen, aha, es gibt Muslime, es gibt Umma, die in Deutschland ist, die in Europa ist, aber die an uns denkt. Und das bringt oder das verbindet die Muslime in Afrika mit den Muslimen in Europa, mit den Muslimen in der Türkei, mit den Muslimen auf der ganzen Welt. Und das ist Sinn dieses ganzen Projektes. Da hätte ich auch noch eine Frage an. Du meinst ja, dass halt an 53 Ländern Hilfe geleistet wird. Ja. Und da sind ja auch, wenn du gesagt hast, Tansania zum Beispiel, Länder, wo viele Nicht-Muslime sind, ja, werden diese Hilfen auch an Nicht-Muslime oder nur an Muslime weitergegeben? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, also es ist richtig, in Tansania ist 40% Muslime und 60% sind Nicht-Muslime. Natürlich, wir fragen nicht, wenn die Menschen an der Reihe stehen und auch was haben wollen, seid ihr Muslim oder seid ihr nicht Muslime? Das fragen wir den Menschen nicht. Natürlich sind... Ja, also wir waren ja gerade bei dem Gespräch mit dem Herrn Toklu und ich fand das sehr interessant und sehr emotional auch, wo er halt über Afrika, über Pakistan und diese ganzen also die ganze Hilfe, die geleistet wird, darüber erzählt hat. Hat mir sehr gefallen und muss man auch hoch anrechnen, das macht nicht jeder, so viel Einsatz mit so viel Herz zu zeigen. Und das hat mich schon sehr überzeugt und ich überlege auch jetzt halt in Zukunft vielleicht auch ein bisschen was dafür zu tun und ein bisschen zu spenden. Die Jungs und die Clique sind auch alle sehr locker drauf, mit denen hat man wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte natürlich am Anfang meine Vorurteile, wo ich halt dieses Projekt angenommen habe, aber mittlerweile muss ich sagen, läuft alles sehr gut. Und das. Also wo wir bei Daud Toklu zu Besuch waren, habe ich zum ersten Mal eine sensible Seite von Markus kennengelernt. Also ich muss sagen, ich habe einfach gesehen, dass ihn das wirklich bewegt hat, was Daud Toklu da erzählt hat über seinen Besuch in Uganda, Tansania und in Charsada, Pakistan und über die ganzen Geschichten, was über die Vorfälle, die armen Menschen und die Hungernden. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass das Markus mitgenommen hat und also Respekt, ich dachte nur, Subhanallah. Also wirklich schön, ne? Wir würden nur noch so langsam aufstehen wollen. Dankeschön. Also ich freue mich, dass ihr heute mit dir, nicht dafür. Iftar Nadja. Ja, inshallah. Wir müssen noch ins Genschid-Lokal bei uns in der Moschee. Ja, mashallah. Da. Dankeschön, Fernis. Ja, nicht dafür. Allah segne euch, inshallah, möge euch viel Hasana geben, viel Sabab geben hier im Ramadan. Und inshallah ein gesegnetes. Ein friedvolles Ramadan für euch und für alle Muslime auf der ganzen Welt, für alle Menschen auf der ganzen Welt. Dankeschön. Ja, ich begleite euch. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور